Nein. Und nein. Nein. Nice try, Nugi. Alter, ja. Schwede. Warum? Ey, das ist ein gefühlter One-Pointer, Alter. Hast du deinen Punkt vergessen, damit du das? Nein. Ich glaube, ich habe hier die Koralle vergessen. Nee. Ja, doch, das kann sein. Nein! Ja, also ja, du musst hier eine Koralle auf jeden Fall dann machen, aber wohin dann? Ich hab beim 360er verkackt! Und da wäre da der Punkt gekommen, ne? Nein, nein. Eine Frage der Zeit jetzt nur noch, Digga, aber ich habe hier wirklich ein bisschen Seele verloren, Digga. Aber auf jeden Fall, weil irgendwie komplett neue Techniken hier. Squad ist wieder unterwegs. Wir haben hier von Nick Dancer, ja, ein Sub-Special. Der baut nämlich gerade ordentlich viele Maps und die soll so 30 Minuten lang gehen, 30 Minuten Challenge. Und dachten wir uns, ja, gehen wir mal vollkommen rein hier mit dem Warride Squad, Aris, Nugi und Deko. Ein wunderschön. Moin, Team Gumpen! Wunderschönen Tag. Hallo, Mochacho, schön, dass ihr am Start seid. Es ist Zeit für GTA. Geiler Warride. Oh, yes. Was heißt Warride Squad? Das ist eine Dieter-Squad. Waffen freigegeben. Nugi dabei und Nugi. Wird ein bisschen Warride lernen. Nugi ist heute als erstes im Ziel, würde ich sagen, ne? Ja, auf dem Warride. Ey, schieb mich doch nicht runter! Wenn du ins Ziel kommst, würde ich sagen, dann waren wir erfolgreich. Hey, Digga, Nugi haut sich direkt weg, Alter. Ja, hallo, das orange Auto hat mich runtergeschobot. Ja, wer ist denn orange? Ja, wer ist wohl orange? Bei dem Kasten. Bei welchem Kasten? Digga, diese Lüge einfach schon wieder. Digga, aber ey, der hä? Hä? Wo muss man da lang fahren? Der Anfang war schon geil, Digga, wie ich mich da so gedreht habe. Hä, wer hat's da dran geschaut? Oh shit. Ja, ich? Aris Boxershorts. Warum Boxershorts? Weil ich Skill habe oder was? Ja. Okay. Das war nicht schlecht. Hä, hey, fuck! Achso, bin ich laut? Alter, aber ganz ehrlich mal, ne? Also. Ey. So. Wenn uns diese Map gefällt, kann der gute Nick Dancer bis dahin wahrscheinlich immer noch ein paar mehr ballern. Deswegen, Digga, der Dancer. Man fährt ganz schön lange. Oh Mann, unterstützt den Herren natürlich auch, der scheint ja ein bisschen zu livestreamen, etc. pp. Also guckt da mal vorbei. Oh, oh. Der gute Nick Dancer. Vielleicht baut er ja im Stream kann auch man den da, Maps. Wollte ich sagen, kann man da livestreamen, schauen, wie er die Maps baut? Also wer blöd, wer nicht, ne? Alles mitnehmen. Also das werdet ihr bei uns niemals sehen. Also wir haben ja häufig schon die Anfrage bekommen. Hey, baut mal für jemand anderen eins Maps. Nein. Und nein. Nein. Nice try, Nugi. Alter, ja. Schwede. Warum? Ey, das ist ein gefühlter One-Pointer, Alter. Oh mein Gott, perfekt. Der Sprung darüber ist aber auch schon. Oh. Alter. Was denn? Deko, du hast noch nicht Alter gesagt. Dekos Alter ist Alter. Übrigens Mario, 40 du? Jahre. 40? Ich bin am Spawn, okay. Kommt sie zurück? Ist das ein One-Pointer oder was? Alter! Wir fahren da gleich aber alle wieder hin, Deko, ne? Ich weiß nicht, sag, wenn wir wegfahren sollen vorher. Ja, weil ich bin gerade im Tunnel. Also ich ramme euch weg, ne? Das ist mir egal. Oh. Ja! Ja! Nein! Oh. Ey! Oh fuck! Ey, Digga, ist das krass. Okay, Digga, das war auf jeden Fall die falsche Map, um die mitzunehmen. Na super, geil! Das kannst du ja komplett knicken, ey. Echt jetzt? Ja. Ja, wird schon. Oh. Wird schon. Ich denk schon. Also den ersten Wallride-Sprung habe ich. Naja, also eigentlich geht's. Es sind nur Wallride-Wechsel ohne Koralle bis jetzt. Ja, Koralle wird schon mal ultra schwierig. Ja, Alter, kriegst du hin, Digga. Es ist so scheiß lang, Alter. Das wird auf gar keinen Fall was. Also, definitiv nicht. Hab doch mal ein bisschen Belief hier bei dem Jungen. Auf gar keinen Fall. Wo sind meine Believer, hä? Wo sind meine Believer? Ich hab noch nicht einmal den Sprung darüber hinbekommen, ey. Nein, jetzt hab ich auch verkackt zu hoch gesprungen. Wo ist man dann hier ran? Achso, von dem Weißen auf die Lila, ne? Und das ist ja gar nicht so ein 360er, das ist eigentlich nur so eine Art. Boah, Alter, das ist ja ein richtiger Tornado hier hinten, ey. Was? Wo ist ein Wort? Was? Also ein 360er habe ich noch nicht gesehen bis jetzt hier. Ja, deswegen, ich dachte, es wäre ein 360er, aber ist gar keiner. Einfach nur, komm, ja, einfach Tunnel. Nur Wechsel, ja. Tunnel. Und diesmal ein bisschen nach oben springen, so. Tunnel. Boah, Junge, das ist aber ganz schön haarscharf hier, ne? Das erste Mal, Digga. Oh mein Gott. Oh, kommt die. Ja, warte mal, ich fahr rein in den Tunnel, Tunnel. Oh. Ich hab Koralle gemacht, fahre oben an der Spirale. Okay, ich fahr unten. Ich hab verkackt, unten. Oder? Nee, oben ist die Garage. Ich fahr unten, oben. Oh. Alter, war das close. Tunnel. Digga, für Aris kommt jetzt noch ein MG-Flip.
Tunnel! Hab ich verkackt. MC-Flip, MC-Flip. Achso, pass auf, pass auf, pass auf! Ja. Oh, Aris! Oh. Oh mein Gott! Nein! Ich hab's beim Abspringen gemerkt und dann wie... Nein! Koralle geschafft. Ey, Digga, dieser scheiß Sprung, ey. Garage. Ich fahr wieder gerade nach unten. Ich muss mal in den Aufnahmen. Dazu auf jeden Fall. Muss ich mal so ein Schild dran machen. Bitte nicht hier reinkommen. Das machst du hier die ganze Zeit. Das lenkt mich richtig ab. Ja, lenk ihn ab. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Du kommst die ganze Zeit rein. So. Ja, ja, hallo. Ja! Alter, war der unsauber. Genau, wenn einem jemand so über die Schultern schaut, was man da gerade so tut, dann. Ich hab's, Dekolas, zwei Bahnen. Einfach nicht mehr. Nice, nice. Was hier Phase? Warte. Ja, dann habe ich diesmal ein bisschen besser genommen. Oh, das erste Mal, Digga. Das erste Mal war der gut. Komm. Nein, muss ich. Nein. Oh, fuck, ich bin zu weit unten. Nein, das war doch hundertprozentig falsch, oder? Bin ich, fahr ich gerade überhaupt richtig? Okay, scheiße. MG-Flip. Digga. Dann einfach nur die Spirale nach oben und dann hast du es auch. Bitte, 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 ich hoffe, das war richtig, Aber MG ist so eine Sache, Alter. Der ist auch nicht geil. Fick mich, Digga, nicht mal angesetzt, Alter. Ich bin beim nächsten Punkt, Alter. Du bist beim nächsten? Ich bin eiskalt beim nächsten Punkt. Und kranker Shit, Punkt. Ey. Das ist kein Punkt? Nee. Oh, oh. Digga, ich war... ich war gerade. Geht doch gar nicht. Okay. Also, so. Egal, hab ich's einmal hinbekommen. Warte, hey, nein, 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 nein. Hast du noch was Punkt vergessen, damit du dann? Nein. Ich glaube, ich habe hier die Koralle vergessen. Nee. Oh. Ja, doch, das kann sein. Nein! Ja, also ja, du musst hier eine Koralle auf jeden Fall dann machen, aber wohin dann? Oh. Ja, der Sprung wieder. Ah, es sind zwei Korallen. Oh nein, der Zug! Es sind zwei Korallen. Auf. Der Zug! Ja. Keine Bremse. Digga, Scheiße. Der Zug ist genau mit mir da reingefahren, ey. Deine Bremsen, ey. Oh. Du musst eine Arschlöcke machen. Zu wenig Speed für eine Koralle. Zu wenig. Boah, das ist aber echt. Das ist böse, dass man eben nochmal zurückfahren muss. Aris, du weißt schon, dass man Anfang nach unten fahren muss, so eine kleine Kurve, ne? Ist dann besser. Also, ich schaffe es auch so. Also ja, habe ich auch, aber dann fährt ihr echt noch ein bisschen Speed. Nö. Hast du. Eigentlich nicht. Okay. Einfach nur. Einfach nur. Das heißt, wir sind Digga, nicht da. Der Flip nach oben ist ja auch richtig Digga. Scheiße. Ja, ist ja. Wer baut denn sowas und baut aber so Scheiße? Ja. Nick Dancer. Weiß Bescheid. Digga, Nick Dancer? Da weiß ich nicht, ey. Oh, Rückweg! Rückweg! Alle da einfach immer hin, Digga. Wie? Warte mal, ich glaube, ich fahre am Anfang eher oben und dann ziehe ich nach unten. Vielleicht kriege ich dann mehr Speed, Digga. Also ich hab's jetzt ganz gut. Ja. Wollen wir ich fast unten rausgerutscht. Koralski! Jawoll! Fahr! Achso, beide? Ja! Der Rest ist einfach. Fahr! Ballrap-Wechsel! Hätte doch fahren können. Ist eine Kante! Junge, da kommt noch ein 360er. Nein. Doch. So, okay, diesmal ein bisschen weniger Anbremse, das ist es. Oh nein! Ich hab mein 360er verkackt! Oh. Okay. Oh. Und da wäre da der Punkt gekommen, ne? Nein, nein, ich hab schon wieder die Koralle da hinten verkackt, ey. Oh. Vielleicht musst du davor ein bisschen vom Gas gehen oder so, Alter, weil. Also. Nein! Ich wurde einfach. Ich bin die ganze Zeit nicht hochgekommen, ich konnte nicht nach rechts lenken. Nein! Ich hab keinen Bock mehr. Also ernsthaft. Ich hab jetzt die beiden Korallen geschafft, Alter. Das erste, was ich wieder sehe, ist der Daumenflip und den habe ich natürlich verkackt. Ey, ich hab. Das ist einfach. Ich bin gebrochen. Ich bin gebrochen seit. Dann, der Downflip. Ey. Vor allem der schließt wieder nach. Aber ich hatte von dem Daumen auch richtig Schiss. Ja, der Downflip ist übel. Ist kein Pizzamaster, der Downflip. Ja, merkt man. Komm, ja. Okay. Digga, das sind einfach random Tries. Ich nehme sie mit und diesmal nehmen wir die zweite. Gönn dir. Die zweite und fahren irgendwie hier nach oben. Das war ein guter Wink. Nein. Heavy. Ey, das ist so scheiße, Alter. Scheiße. Warte mal, vielleicht. Nein. Das wäre übel. Beim nach oben fahren. Es sind ja eigentlich diese Stangen im Weg, ne? Dass du da durch die Stangen fährst. Oh ja.
Ich versuch das. Alter, okay, versuch's. Oh mein Gott. Nee. Nicht? Ich hab ein, also ich bin von der vorletzten Reihe in die Reihe darüber gefahren. Aber dann musste ich halt noch gerade da wieder durchfahren. Also das hat nichts gebracht. Ich hätte, wenn dann noch weiter nach oben fahren müssen durch die Stangen durch. Yeah. Oh, ich komme! Junge! Bitte! Ah, nein! Oh, nicht überdrehen! Ja! Geht doch! Alter! Was geht hier ab? Sah fast aus, als würdest du unten rausrutschen. Alter. Bist du gefangen hier mit uns. Oh mein Gott, Leute, ich hab's! Den MG-Flip hab ich bekommen. Oh. Was muss man danach machen? Nur Spirale hochfahren. Ich hab den Punkt! Digga, boah, Junge. Alter, aber man muss dazu sagen, ich konnte oben die Drehung konnte ich auslassen. Das hat geklappt. Oh. Okay. Hast du dich einfach... Boxerschutz? Ja, also ich konnte unten... Ich hab's geschafft! Yay! Woo! Nee. Geil! Wir müssen dir dringend die Koralle beibringen, Alter. Ja, eindeutig. Das ist halt echt nicht so schwierig. Ist sie auch nicht, also ganz Mitte? Ehrlich mal. Ich fahre jetzt Mitte, weil ich rutsche immer unten raus. Das ist mein Problem, ich fahr jetzt mal in die Mitte rein. Boah. Aber man muss sagen, ich hab's wirklich hoch geschafft. Also ich hab's legit hoch geschafft. Und hab dann ab da weitergemacht. Easy. Der war clean, Bro. So, mittig. Ey, er kannst du stolz auf dich sein. Der erste Punkt erreicht war schon nicht schlecht. Das ist schon heftig, ja. War schon recht böse, ja. Und jetzt müssen wir nur die Koralle beibringen. Warum seid ihr echt beide keine Geister mehr? Wie geht denn das jetzt hier? Weil man kann sich echt ein bisschen schwerer konzentrieren, muss ich sagen. Aber ich kann gerne nochmal machen. Oh, war das close, Digga. War das close? Okay, ich bin kurz davor, Muchacho. Komm, beende jetzt diese Scheiße. Ich hab keinen Bock mehr. Ehrlich. Oh, ich bin wirklich... Ich bin sehr, sehr, sehr kurz davor, Digga. Ja. Lol. Ja. Hashtag Free Jeremy. Ja, hier wird so viel rausgeschnitten. Also. Aber jetzt, wo ich die Technik so einigermaßen habe, geht sie. Aber die ist schon nicht von der leichten Sorte, Digga. Ich muss wirklich schon anfangen, auf der Dings zu überdrehen. Digga, es ist nicht machbar! Er rutscht einfach! Nee. Ja, du musst dich wirklich richtig krass haben, Leertaste nach oben überdrehen. Ja, ich... Ja, aber... Vor dem Speed, dass der dich dann richtig hart nach oben schießt. Digga. Dann ist es eigentlich sogar ganz gut machbar. Echt? Eine Frage der Zeit jetzt nur noch, Digga. Aber ich habe hier wirklich ein bisschen Seele verloren, Digga. Aber auf jeden Fall, weil irgendwie komplett neue Techniken hier am Start sind. Die ja, ich meine, hier vor war ja auch alles richtig hart. Also man ist ja mittlerweile auch einfach schon richtig ausgelutscht, Alter. Und jetzt nochmal wieder eine neue Technik rausschaffen. Ja. Das ist schon, also Nick Dancer stellt uns hier auf eine harte Probe. Definitiv. Uso. Ey, das ist ja, aber ich bleibe dabei. Das Nervigste an der ganzen Map, Alter. Selbst dieser zweite Punkt nicht. Das Nervigste an der ganzen Map ist dieser scheiß Abflug hier an den Warrior dran bei dem Fuck, Digga, jetzt muss ich wieder reinkommen. Ich hatte doch gerade die Technik, Alter. Die Technik, die da draußen jetzt. Digga, ich bin die ganze Zeit auf zwei Reifen da jetzt. Warum? Ja, ist vielleicht einfach nur ätzend, ne? Also, nein. Ich krieg's nicht hin. Ich gebe mich höchst offiziell aber geschlagen. Aber du kommst richtig häufig da. Ich komme ja nicht mal dran, ist mein Problem. Ja, ich doch auch nicht. Ich doch auch nicht. Ich stoße mal mit dem Dach irgendwie auf oder sonst irgendwas. Ja, ich Dach flippe. Oder Seite passiert mir auch bei ja, 98%. Ich flippe so dermaßen schlecht, das ist Wahnsinn. Oh. Okay, let's go. Neue Runde, neue Wahnsinn, Fahrt. Ja, leck mich doch am Arsch, Mann! Das ist so unglaublich. Ich brauche Urlaub. Digga, ich... Oh. Also nach der Kopfzerfickung hier freue ich mich gleich nach dem Stream ins Training zu gehen, Alter, und meinen Körper genauso leer zu pumpen, ne. Angestaute Aggression loswerden, ne. Oh, und ich werde einfach so weiter Lauch essen, Digga. Innerlicher Druckausgleich da ist, ey. Ich kaufe, glaube ich, einen Boxsack genau für solche Aufnahmesessions. Druck ablassen. Nein, Digga, warum bremse ich den auf 0 km/h? Ich kann nicht mehr. Digga, am bösesten ist, dass Marvin einfach schon durch war. Digga. Und einfach nur falsch abgefahren ist, ey. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann einfach nicht mehr.
Ich traue mich gar nichts mehr, Digga, weil ich habe einfach Problem die ganze Zeit Angst. Mr. Marvin, alle Hoffnung ruht auf dir. Also, das kann sonst keiner schaffen. Du bist der Einzige, du musst das Ding durchziehen. Oh, oh, Digga, das ist ja das Ding, das macht mir ja noch mehr Angst, Digga. So, vorhin. Ey, Digga, ich komme einfach nicht an den Punk über rein. Nee, wieder nicht. Ich überdrehe. Das nicht schafft, macht mir richtig Angst, Alter, weil ich hatte jetzt eigentlich. Ich überdrehe nach oben. Wenn ich 8 Stunden wieder hinkomme, dann kacke ich da wahrscheinlich auf. Ich überdrehe. Ah, easy, ich krieg das hin. Ich überdrehe nach oben, Arschlecken. Das funktioniert doch, zumindest, nicht. Zumindest habe ich die Technik so einigermaßen jetzt drin, Digga. Hä? Ich sag dir, meine Konzentration ist so im Eimer, Digga. Dass ich keinen normalen Emschi mehr hinkriege, Digga. Ist. Die ganze Anspannung und die ganze Map ist plötzlich bei diesen Emschi dann da, ey. Okay, einmal leer machen. Und danach musst du noch downflippen in die nein. Tube und dann ist du nein, hier, nein, nein. Ist nur noch der Emschi. Das ist die ganze ein Zeit Teleport, schon. Das ist ein Teleport. Oh, also, was? Also, ich muss jetzt einmal so tun, als wäre das das erste Mal, dass ich hier langfahre. Oh, herzlich willkommen, Chargers, bei dieser Map. Ja, wir fangen komplett neu an. Map, und deswegen, wir machen jetzt meinen First Try, meinen Marvin First Try. Und dann läuft das doch alles doch easy. Und wir haben es, Alter. Yeah. Yeah. Digga, einfach mal Druck loslassen, Digga. Einfach mal. Geht doch, geiler Tübi. First Try, Chargers. Schön, dass ihr dabei seid, Digga. Das war eine 3-Sekunden-Map. Wir sehen uns in der Höhe, Digga. Zieh Nick Dancer den Schlübi aus. Eine Stunde, Digga. Ich kann nicht mehr, ey. Ich kann einfach nicht mehr. Also ich muss sagen, eigentlich coole Map. Eigentlich eine richtige Scheiß-Map. Nein, die Map ist cool, sie ist nur scheiße. An den entscheidenden Stellen scheiße gebaut. Am schlimmsten, am meisten bringt mich dieser Scheiß-Flip hier auf, um eine Wahl zu kommen. Ich hab's gerade versucht, mal mit so einer Art Höhenwechsel. Und ja, es ist Quatsch. Ja. Haben wir eigentlich schon vor einer halben Stunde festgestellt, aber ich wollte es nicht unversucht lassen. Aber ich glaube, ich war ansonsten der Einzige, der es getestet hat. Das kann natürlich auch offen für Fehlerquellen sein. Alter. Ja, aber gut. Safe. Nein. Okay, ja. Es ist vorbei, Muchachos. Wir können aufhören. Wir können definitiv Marvin aufhören. Wir haben die Map geschafft. Die war richtig krass. Respekt dafür. Ja. Auf jeden Fall. Auch, dass er nach so einer kranken Map schon fast eine Stunde dabei sich nochmal eine neue Technik aufgeschafft hat. Wer ist das, Digga? Senpai Bossa in die Kommentare, Muchachos. Check die Beschreibung aus. Kommt zum ersten Mal. Ich trage mir jetzt in meinen Kalender ein, Digga. Irgendwas stimmt hier nicht. Zum ersten Mal seit langem ist dieses fucking Bossa wirklich gerechtfertigt. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war heute echt eine ganz üble Nummer. Digga, jetzt bekommt er sogar von zwei Seiten die Eier eingecremt, ey. Ja, reicht halt aber auch wieder, ne? Er gewöhnt sich sonst dran. Das will ich jetzt bitte so haben, Digga. Das will ich jetzt bitte so haben. Jede Runde. Digga, Nugi, well played hier. Nein. Scheiße. Aber ja, Mutatio. Das war eine cranke Geschichte. Für so eine XXL-Folge will ich auf jeden Fall den Daumen nach oben sehen. Schaut bei Ares vorbei, schaut bei Nugi vorbei. Schaut bei den Losers vorbei. Ich hab Punkt hinbekommen, Digga. Nicht schlecht, Alter. Bis dann. Ja. Reingehauen. Ciao. Bye. Mutatio.